Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Wir haben hier gerade eine ziemlich abenteuerliche Kletterpartie über irgendwie so eine provisorische Brücke in nicht geahnten Höhen hinter uns. Keine Ahnung, wie hoch wir hier sind. Wir sehen nur noch Nebel und können auch nicht mehr nach unten gucken, also ziemlich hoch. Und ja, Abby kommt mit dieser Höhe anscheinend nicht gut klar. Das kann ich gut nachvollziehen. Das würde ich auch nicht. Na los! Genau, prinzipiell. Könnt ihr mal kurz beeindruckt von mir sein? Ja. Noch nicht. Ach, es kommt noch schlimmer, oder wie? Und prinzipiell. Das wirst du gleich bestimmt nicht mehr wollen. Es scheint doch schlimmer zu kommen. Prinzipiell sind wir aber auf dem Weg ins Krankenhaus. Siehst du gleich. Und wollen für seine. Oh mein Gott. Warum mache ich das? Schwester oder was auch immer, brauchen wir dringend medizinische Ausrüstung, um mir den Arm zu amputieren. Ihr Arm wurde ja von den Scars zerschmettert. Und droht jetzt dazu, die Gefäße zum Platzen zu bringen, irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, weil da so ein Blutstau drin ist. Und der kürzeste Weg zum Krankenhaus, oder der schnellste, den wir auch benutzen müssen, weil sie nicht mehr beliebig viel Zeit hat, ist halt eine Abkürzung der Scars über die Häuserdächer. Und ja, deswegen sind wir mit Lev hier oben unterwegs. Lev zeigt uns, wo es lang geht und ja, das ist auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Ja! Und wir müssen den Weg auch wieder zurück irgendwann. Ich gehe mal zwar davon aus, dass wir es nicht mehr selber spielen werden, aber das müsste ihr doch bewusst sein. Na denn. Oh, fuck. Kann man hier runterfallen? Will ich diese Todesanimation mal sehen? Das wäre schon irgendwie witzig. Aber ich versuch's mal mir jetzt zu ersparen, auf jeden Fall. Du keine Angst hast. Komm mir nicht mit der Prophetin. Doch, genau deswegen wahrscheinlich. Was dann? Der Ozean. Hunde. Scheiße. Und es geht noch höher. Was? Was macht der da oben? Jetzt müssen wir nach oben lang balancieren. Ohne Witz. Oh, der Nebel ist weg. Krasse Aussicht. Ja, nee, ist klar. Hey, da! Man kann das Krankenhaus sehen. Das stimmt, da rechts unten sieht man's. Oh, fuck! Kommst du mir? Ich kann das nicht, Lev. Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Ich kann nicht. Aber du wirst. Komm schon. Wahre Stärke. Ich weiß nicht, ob so geduckt laufen für das Gleichgewicht günstiger ist, als im Stehen zu laufen. Aber gut, soll sie mal machen. Wird immer geiler hier, ohne Witz. Fast geschafft. Okay. Naja, gut. Naja. Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt runterfällt, fällt man wenigstens auf dieses Häuserdach hier. Aber es geht doch noch ziemlich tief runter und man fällt auf Scheiben, die wahrscheinlich entweder ziemlich glatt sind oder einfach durchbrechen. Komm schon. Mir ist schwindelig. Musste das so? Ich glaube, das musste so. Das hätte auch schief gehen können. Geile Route. Geile Route, Lev. Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. Ist Lev eigentlich wirklich ein Junge? Oder sieht man da einen Brustansatz? Ich weiß es nicht. Jo, Lev. Alles easy. Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Ja. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen,
Ob wir irgendwo runterkommen. Er ist wahrscheinlich noch nie runtergefallen, würde ich sagen. Gucken, ob wir hier auf dem Grund des Schwimmbeckens noch irgendwas finden. Aber es macht nicht den Eindruck. Oh, doch, da war was. Münzen oder so, glaube ich. Natürlich. Illinois. Oder Illinois heißt es, glaube ich, ne? Aber ich denke, ne, sonst wird es hier nichts geben. Dann schauen wir mal, was die Bänke hier noch hergeben. Sieht man eigentlich noch unsere Brücke, über die wir gekommen sind? Ah ja, da oben. Sehr geile Brücke auf jeden Fall. Aber puh, sieht echt schön hier aus. Also sah echt schön hier aus. (lacht) 27. Nee. Ich dachte eigentlich, hier geht's weiter. Tut's. Ach nee, das waren gar nicht Lappen, die ich verbraucht habe. Das war der Alkohol, den ich verbraucht habe. Ich glaube, für Lappen habe ich gerade tatsächlich nichts. Aber hier bei den Putzmitteln liegt kein Alkohol rum oder was? Flaschen. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Achso, wir nehmen einfach die Tür. Das ist auch okay. Meine Ohren klingeln. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Tja. Free Wifi, kostenloses WLAN für Hotelgäste. Passwort 121879. Brauchen wir das noch für irgendeinen Tresor? So ist das. Sie trägt eine Last mit sich herum, die sie versucht, durch gute Taten jetzt anscheinend auszugleichen. Also, ja, wie gesagt, da sie so vom Hass getrieben war oder vom Rachegedanken getrieben war, hat sie anscheinend so weit nicht gedacht. Und jetzt holt es sie doch wieder ein. Welche Überraschung. Achso, das ist nur ein Spiegel. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir ja auch wieder in die Toiletten reinkommen. Sag ich doch, nur von der anderen Seite. Es ist auf jeden Fall alles sehr luxuriös und geräumig hier, selbst die Toiletten, obwohl es sind nicht nur Toiletten. Es sind auch Umziehräumlichkeiten anscheinend fürs Fitnessstudio. Im Moment bräuchte ich tatsächlich mal mehr Alkohol.
Das sieht ja alles mal gar nicht mal so appetitlich hier aus. So, und die Tür hier hatte ich schon mal aufgemacht. Okay, okay. Und was haben wir hier? Die Saftbar. Ja, hier wird ja wohl wenigstens ein paar Pillen oder so rumliegen, oder? Aber gut, dass sich das hier in diesen Kühlschränken auch noch immer alles so lange hält. Das muss ja auch schon uralt sein. Aber gut, wenn die Kühlschränke noch laufen, dann kann das natürlich sein. Hallo? Ach so, er steht im Weg. Please don't leave. Bitte lasst während eurer Schicht keine Wertgegenstände herumliegen. Es gibt einen Safe in der Abstellkammer in der Lobby. Der Code ist der gleiche wie fürs WLAN. Als hätte ich es gewusst. In der Lobby. Habe ich mir diesen WLAN-Code notiert? Ich glaube nicht, ne? Eben hier gucken. Safe-Kombination Fitnessstudio. Ja gut, er steht nicht hier drauf. Ach, bleib doch mal in den Dokumenten. Ey. Nee. Das wäre der erste Safe-Code, glaube ich, der nirgendwo... Ah nee, stimmt gar nicht. Der Apartment-Code war auch nirgendwo niedergeschrieben. Den musste man sich auch zusammensetzen. So, Lobby-Wifi-Code. Wo ist der Wifi-Code? 1, 2, 1, 8, 7, 9. Okay, da man davon sich keine Notiz machen kann und ich es ansonsten vergessen habe, mache ich mir eben ein Foto davon. Kann man es lesen? 1, 2, 1, 8, 7, 9. Ja, sehr gut. 1, 2, 1, 8, 7, 9. Ich versuche es mir zu merken, es wird mir garantiert nicht gelingen. Bam, mal etwas eben eine Abkürzung hier freigeschaltet. Ist nur die Frage, wo ist diese Lobby? Eigentlich würde ich sagen Hotel Blackray. Das scheint hier nicht die Lobby zu sein. Das scheint nur die Lobby für den Fitnessbereich zu sein. Ach ne, hier ist er ja schon. Okay. 1, 2, 1, 8, 7, 9. Hätte ich gewusst, dass es so nah ist, hätte ich mir doch kein Foto machen müssen. So, gib her. Safe-Knacker. Habe ich alle Safes in diesem Spiel gefunden? Das wäre cool. Wie viel haben wir jetzt? 44. Ah gut, ein paar noch. Dann können wir hier das letzte Ding skillen. Und dann müssen wir mal weiterschauen. Gut, die Fahrstühle funktionieren bestimmt nicht mehr. Also nehmen wir das Treppenhaus. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Na Gott sei Dank. Nur eine Leiche. Eine von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Eine Taschenlampe. Oh, so geht das also. Und natürlich ein Notizzettel. Sepp, Victor und Irina sind tot. Avery und Marley werden vermisst und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht hatten. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Fedra umbringt. Ja, so kann's gehen. In diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Vor allem, wie viele Stockwerke müssen wir jetzt zu Fuß runterlaufen? Die Jagdpistole ist voll. Aber diese Blutspur hier lässt schon nichts Gutes erahnen. Wow.
gut, wenn wir jetzt noch dreimal die Seite wechseln müssen und noch ungefähr 20 Stockwerke runterlaufen müssen. Dann sind wir noch eine Weile beschäftigt. Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Tja. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, dann trennen sich unsere Wege jetzt. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Tja. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Ja. Okay, Gasmaske. Gasmaske. Okay. Also suchen wir jetzt hier im Hotel erstmal nach einer Gasmaske für den Kleinen. Scheiße, hier ist alles verseucht. Die Wahrscheinlichkeit scheint mir auch sehr hoch zu sein, dass man sowas im Hotel findet. Aber nun gut. Schauen wir mal. Einfach da oben bleiben, okay? Ach. Anscheinend ist hier irgendwas über uns. Anscheinend gab es, wenn man den anderen Weg gegangen wäre, keine weitere Verbindung. Na, zumindest sind hier einige Leute gestorben, die wenigstens ein bisschen Munition bei sich hatten. Oh, 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 da muss ich wohl gleich mal laden. Naja, wenn hier so viele Leute liegen, die Munition bei sich haben, liegt hier vielleicht auch mal einer bei, der noch eine Maske bei sich hatte. Alles voll, kann nicht wahr sein. Nur Alkohol ist nicht voll, glaube ich. Na, Pillen, sehr schön. Dann mehr Brandpatronen anfertigen für die Schrotflinte. So. So, erstmal ein paar Pillen sammeln und da muss ich mich nochmal kurz damit beschäftigen, was ich als nächstes so skillen möchte. Achso, und hier ging es sonst gar nicht weiter. Keine Tür oder sonst was. Sieht so aus. Dann müssen wir tatsächlich diesen Weg hier hinten nehmen. Nochmal über diesen Stahlträger hier drüber klettern. Aber diese Angst hat sie anscheinend überwunden, zumindest was diesen kleinen Stahlträger da angeht. Zack. Roms. Also wenn da was über uns ist, dann weiß er sie es jetzt, dass wir da sind. Oh, die Nase juckt. Nischt. Ach so. Hier waren wir ja schon. Okay. Ich weiß nicht, ob sie verrückt wird oder ob hier tatsächlich Geräusche sind oder worauf war es bezogen. Eine Gasmaske. Hallo? Komm, geh weg mit dem Vollzeichen. Ich will die Gasmaske haben. Endlich. Nein. Wenn du dich umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Ja, aber dafür ist es jetzt wohl zu spät. Idiot, du kannst mal Rücksicht auf uns nehmen, verdammte Axt. Nicht gut. Das hört sich an, als wenn jemand in diesem Raum drin wäre.
Aber ich glaube, wenn man eh den Entschluss gefasst hat, sein Leben zu beenden, dann ist es einem auch relativ egal, ob noch irgendjemand diese Gasmaske haben will oder gebrauchen könnte. Die nächsten Pillen, das läuft. Ganz schön viele Pilzsporen. Falls uns hier nicht gleich noch ein Bloater oder ein Schmellman über den Weg läuft. Noch eine Maske. Okay, hier liegen wirklich einige mit Masken rum. Da haben wir ja Glück gehabt, würde ich sagen. Es sah gerade so aus, als wenn da unten was glänzen würde, was ich aufnehmen könnte, aber es könnte auch nur ein Schattenspiel gewesen sein. Jo, und jetzt, wo wir die Maske aufsammeln, bricht dieses Viech oder was auch immer es ist in diesem einen Raum da aus, richtig? Oder erst, wenn wir mit Lev wiederkommen? Ja. Also ich weiß nicht, ob ich diese Maske nochmal aufsetzen wollen würde. Das sieht nicht so appetitlich aus. Okay, zurück zu Lev. Also wenn hier so ein fetter Pilz an der Wand ist, wollte ich gerade sagen, da muss hier doch irgendwas sein. Irgendwann wird es uns bestimmt besuchen. Ma, wo kommen die denn jetzt her und warum sehe ich sie nicht kommen? So, ich gehe mal davon aus, jetzt haben sie mich bemerkt. Vielleicht auch nicht. Aber jetzt sind vielleicht diese Türen da hinten offen. Würde ich doch fast mal vermuten. Hört sich nah an. Und ich könnte auch schwören, ich hätte einen hier hinten rechts hinrennen sehen, aber... So, wo geht's denn da rein? Ich sehe es leider nur nicht so ganz genau. Ich würde sagen, mindestens einen habe ich erwischt. Ey, das hört sich alles so nah an. So, hier habe ich auf jeden Fall was erwischt. Ach so, das sind auch die Türen, die vorhin zu waren. Oh. Meine Fresse. Warum sieht man die denn nicht? Ich habe auch das Gefühl... Die sind durch diese Sicht hier ein bisschen schwierig zu sehen, aber... Ich hoffe, das war's. Boah, auch nicht schlecht, wie das hier zugepilzt ist. Naja, immerhin gibt's hier ein bisschen was.
Anscheinend haben die sich so lange hier versteckt behalten, gehalten, bis jemand diese Maske da hinten nehmen wollte. Achso, die Tür kann man gar nicht aufmachen. Da kommen dann wahrscheinlich die nächsten raus, wenn ich mit Leffe da hier aufkreuze. Oder geht's weiter, wenn ich mit Leffe da hier reingehe, wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, sofern er noch da ist, aber da sitzt er, Gott sei Dank. Ich habe was für dich. Ja, so eine schöne Maske von so einem Toten aus dem Sporenbereich. Die wird bestimmt besonders hygienisch sein. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. Das ist korrekt. So. Wir packen das. Hoffen wir's. Bei ihm kontrolliert sie genau, ob diese Maske sitzt, etc. War für sich selbst, wird ja einfach mal so aufgesetzt. Nein. So, sollen wir jetzt nochmal gucken, ob die Tür da hinten offen ist? Was könnte auch eigentlich nur das Badezimmer sein, ne? Wie wär's damit? Womit genau? Wo bist du? Mhm. Und dann gehen wir ja doch eher wieder rauf statt runter. Bev, hol das da runter. Ah, okay. Komme. Naja, vielleicht können wir uns ja mal so bis ins Erdgeschoss abseilen. Das wäre doch mal ganz angenehm. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, sage ich da nur. Ich gehe mal runter. Ja. Sei vorsichtig. Komm schon. Mal gucken, ob es noch ein Schembler-Schmellman da unten erwartet. Irgendwas macht hier schon wieder seltsame Geräusche. Oh Gott. Und noch mehr Pilzgedöns. Und vor allen Dingen noch mehr als da oben im Stockwerk war. Das lässt auch nichts Gutes erahnen. Was jetzt? Amina. Möge der Strom ruhig sein. Also die Tür hier, die ins Treppenhaus führt, die ist anscheinend auch nicht mehr zu benutzen. Da hat sich anscheinend der Pilz langsam von unten nach oben vorgearbeitet. Federal Disaster Response Team. Avery, im Black Ray Hotel ist eine große Gruppe von Infizierten. Vermutlich die, die aus dem Krankenhaus gekommen sind. Du und dein Team müsst das Ganze von innen einreißen. Benutzt den vorhandenen Sprengstoff und Fernzünder. Viel Glück. Oha. Da habe ich ja schon eine grobe Ahnung, worauf das hier noch hinauslaufen wird. Wenn der Sprengstoff und die Zünder schon angebracht sind. Na okay, hier können wir uns noch so gerade vorbeischleichen. Aber da unten ist Licht. Und ein Zombie. Ein bisschen Alkohol, sehr schön. Okay, dezenter Schock. Macht aber nichts. Ja, richtig. Ach du Scheiße. Richtig. Sagst du das? Lappen sind voll.
Nö. Nö. Können wir auch nicht verbrauchen. Oh Mann, ey. Aber ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass es schon wieder soweit ist. Es geht anscheinend eine Etage tiefer. Doch die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.